Schülervertreter an der Rodenburg Grundschule in Steglitz und wir sind heute hier, um gemeinsam mit den anderen Schulen zu demonstrieren für mehr Lehrerausstattung, für bessere Umsetzung der Schulreform, die schon so lange gibt und einfach nicht adäquat umgesetzt wird. Wir fordern mehr Erzieherstellen, wir fordern geringere Klassenfrequenzen und bessere, allgemein bessere Verhältnisse für Schüler und auch für die Lehrer. Ich bin Bärbel Jochemann. Ich bin seit 1978 Lehrerin an der Fichtenberg-Oberschule. Als ich mit 26 Jahren angefangen habe, war meine volle Stelle 21 Stunden. Jetzt mit 60 muss ich 26 Stunden unterrichten für eine volle Stelle. Und das geht wirklich an die Grenzen der Belastbarkeit. Ich finde es unglaublich, dass mein Arbeitgeber für ältere Kollegen, die wirklich Jahrzehnte hier gearbeitet haben, keinerlei Entlastung bereitstellt, sondern wirklich so tut, als müssten wir die gleichen Kräfte haben wie Kollegen unter 30. Deshalb bin ich heute hier. Hallo, ich bin Jonas, Landesschüler hier von Berlin. Ich habe heute die Demo hier angemeldet, weil es einfach krasse Missstände in Berlin in der Schulpolitik gibt. Wir haben zwar viele Beteiligte und Betroffene von der Schulpolitik, aber kaum einer kann mitsprechen. Und heute wollen wir zeigen, was unsere Interessen fordern sind. Wir fordern mehr Lehrerinnen und Lehrer, wir fordern Schulsanierung für alle Schulen, wir fordern mehr Mitbestimmung, wir fordern genug Studienplätze für den Doppeljahrgang 2012 und wir fordern auch eine gleiche Ausstattung von Sekundarschulen und Gymnasien. Wir wollen nicht die Sekundarschulen zu neuen Restschulen verkommen lassen. Und deswegen gehen wir heute auf die Straße. Nächste Woche sind Wahlen in Berlin und deswegen wollen wir nochmal ganz klar zeigen, was den Bildungspolitikern in den nächsten 5 Jahren mit auf den Weg gegeben werden soll. Und da werden wir auch ganz klar ein Auge drauf haben, was da passiert. Wir werden weiter kritisch bleiben. Danke.